Ich habe gemerkt, dass ich Laktoseintoleranz habe, weil ich am Morgen mein Müsli, wenn ich es mal gegessen habe, Bauchschmerzen bekommen habe, wenn ich meinen Kaffee getrunken habe mit Milch, dass ich Bauchschmerzen bekommen habe. Und dann habe ich festgestellt, irgendwas ist falsch und bin dann zum Arzt gegangen und der hat dann festgestellt, dass ich fast hundertprozentige Laktoseintoleranz habe. Bei mir machte man eine Blutentnahme und merkte, dass mein Eisenwert zu tief war. Also irgendwo war eine chronische Blutung da. Und man hat dann angefangen zu suchen, man hat eine Magen-Darm-Spiegelung durchgeführt und hat dann herausgefunden, dass ich Zöliakie habe. Bei Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten ist es ganz entscheidend, dass sie die Lebensmittel meiden, die ihnen eben schaden. Das heißt, der Einkauf ist sehr aufwendig, der Alltag kann sehr aufwendig sein, es kann für die ganze Familie unter Umständen eine sehr große Belastung sein und eine Umstellung des Speisezettels der ganzen Familie auch bedeuten. Wichtig ist es, die Familie und Freundeskreis zu informieren, auch das weitere Umfeld, vielleicht im Berufsalltag. Ich denke, auch für eine Motivation ist das ganz wichtig, weil dann wissen auch die Kollegen, dass sie vielleicht nicht die Gipfeli immer um 9 Uhr bringen müssen. Oder mal etwas anderes als Gipfeli. Am Anfang gab es diese Laktoseintoleranz-Ersatzprodukte noch nicht. Da war es schon sehr stark beeinflusst. Ich konnte mein Müsli nicht essen am Morgen, ich wollte immer Milch hinzutun, das konnte ich nicht. Kaffee mit Milch hat nicht funktioniert. Gerade wenn ich Mittag oder Abend essen gegangen bin mit Freunden oder Geschäftspartnern, konnte ich nicht essen gehen, sondern nur Salat essen, weil überall Butter, Milch, Sahne enthalten ist. Es gibt eine Möglichkeit, laktosehaltige Nahrungsmittel einzunehmen. Zum Beispiel, wenn man unsicher ist oder wenn man in einem Restaurant essen geht. Man kann in Form von Tropfen oder Tabletten die Laktase zuführen und somit den Milchzucker spalten und somit die Beschwerden lindern oder verhindern. Es ist aber heute sicher so, dass man auf ein gutes Sortiment, auf ein großes Sortiment von geeigneten Lebensmitteln zurückgreifen kann, dass man sich auch auf die Deklarationen auf den Lebensmitteln verlassen kann. Das heißt, heute kann man sicher besser umgehen mit einer Lebensmittelallergie oder Unverträglichkeit als noch vor 10 oder 15 Jahren. Sogar in Salami kann Laktose enthalten sein. Das weiß man am Anfang nicht. Das heißt, man sollte sich wirklich informieren, wo überall Laktose enthalten ist. Dann auch wirklich, wenn man essen geht, immer sagen, ich habe Butter, Milch, Joghurt, Sahneallergie, weil die meisten Leute wissen nicht, was Laktose ist. Das würde ich raten und diese Ersatzprodukte, die es schon im Coop, im Mikro überall gibt, zu kaufen und damit man auch das Kalzium bekommt, wirklich auch zu nutzen. Dann denke ich, dass eine Zöliakie-betroffene Person einer Patientenorganisation beitreten sollte, weil bei der Patientenorganisation wird man mit Tipps und für den Alltag und Informationen über die Zöliakie ausgerüstet. Man kann Betroffene treffen, sich austauschen und ich denke, das ist ganz wichtig. Eine Unverträglichkeit auf ein Lebensmittel kann sich über die Zeit verändern. Es kann plötzlich im Laufe des Lebens auftreten, kann aber ebenso gut auch wieder verschwinden. Viele Allergien oder auch Unverträglichkeiten bleiben aber über das ganze Leben auch erhalten.